Jawohl, Freunde, ich würde euch heute mal einweihen. Und zwar gibt es das beste Rezept, das beste, möchte ich sagen, das beste Haferflockenrezept, süß. Es ist unglaublich, was da drin steckt. Also die Haferflocken haben so einen hohen Wert, ernährungsphysiologisch so wertvoll. Komplexe Kohlenhydrate, Eiweiß, eingeweicht ist ganz wichtig. Ihr müsst sie immer einweichen, weil eingeweicht schmecken sie einfach viel besser. Ihr schmeckt einfach dieses Süßgras raus, diesen vollmundigen, genialen Getreidegeschmack. So, die haben hier den Ökotest bestanden. Am besten immer DM oder Rossmann Bio. Generell Bio-Qualität, natürlich auch Demeter. Und es ist super wichtig, dass ihr einfach mal auf Qualität setzt, wie beim Honig auch. Hier zum Beispiel dieser wunderbare Lindenblütenhonig, ganz hervorragend. Dazu der Ceylon-Zimt. In dem Fall mal Erdnussbutter von MyProtein. Ich habe natürlich auch verschiedene andere Erdnussbuttersorten da, mal von Alnatura, je nachdem. Immer eine schöne reife Banane. Der Reifegrad ist noch okay, aber der ist natürlich besser. Und wenn ihr die Haferflocken einweicht, dann kommt die reife Banane dazu, dann eine Schippe Erdnussbutter, also einen Esslöffel, ungefähr 60-70 Gramm Haferflocken eingeweicht, einen Esslöffel Honig und eine schöne kräftige Prise Zimt. Für mich ist es meistens eine Zwischenmahlzeit vor der Hauptmahlzeit. Ihr könnt natürlich nur eine Schippe Eiweiß dazu tun. Also ich esse meistens abends viel Fleisch und Eier und Käse und Fisch. Das heißt, ich habe genug Eiweiß da schon drin. Natürlich könnt ihr gerne Whey-Protein reinmachen. Ich habe in dem Fall zum Beispiel mal ein Whey-Protein da, zum Beispiel hier das. Optional kann man das immer dazu machen. Oder hier ein veganes, auch von Rocker, auch sehr lecker, sehr gut. Wobei ich finde, es ist viel besser, die ganzen Zutaten zu genießen ohne Whey, also ohne irgendwelche Eiweiße dazu zu tun, weil das eine Zwischenmahlzeit ist oder eine Vorspeise. Ja, und wenn ihr die Haferflocken einweicht, ich sag's euch, das ist so großartig, das ist so wahnsinnig, sowas von unglaublich gut, so gehaltvoll. Und das könnt ihr als Süßigkeit essen, ihr könnt es als Hauptgang nehmen, ihr könnt es als Zwischenmahlzeit nehmen, als Vorspeise, als Nachspeise, wie auch immer. Ihr könnt es natürlich auch noch variieren, wie ihr wollt. Aber diese Zutaten, man muss dazu nicht viel sagen. Also ihr wisst es ja selber, du weißt es ja bestimmt schon. Diese Zutaten sind einfach mal sehr hochwertig, sehr wertvoll. Ihr habt wirklich gute Eiweiß, eine sehr gute Eiweißquelle, eine sehr gute Fettquelle. Ihr habt viel Zink, Eisen, Kalzium, Magnesium, Kalium. Also alles Mikronährstoffe, die ihr fürs Training braucht. Ihr habt die Makros drin hier, die Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, ihr habt schnell Kohlenhydrate, ohne den Blutzuckerspiegel zu stark anzuheben. Der Honig versüßt die ganze Geschichte. Honig ist ein Superfood, eine Himmelsmedizin. Also Honig ist so reich an Enzymen, an wertvollen Inhaltsstoffen. Natürlich immer auf Bioqualität achten. Dann habt ihr hier den Zimt. Ja, und ihr könnt es essen und ihr werdet merken, wenn ihr das regelmäßig verzehrt, ihr habt keinen Hunger mehr auf Süßkram. Es ist einfach mal eine vollwertige Nahrungsquelle. Ihr werdet einfach merken, wie ihr es lieben werdet, jeden Tag es zu essen. Also ich esse es seit Jahren, ich kann es mir gar nicht mehr wegdenken. Und ich habe, wie gesagt, hin und wieder auch immer, wenn ich ein bisschen Eiweiß davor oder danach ein bisschen zu wenig habe, mache ich eine Schippe hiervon ran. Oder von dem Whey, wie gesagt, Cookies and Cream. Natürlich habe ich auch geschmacksneutrales Whey. Aber es geht erstmal nur hauptsächlich um die Zutaten, weil diese Zutaten haben eigentlich schon, liefern schon einiges an Eiweiß und an Kohlenhydraten und an Fetten. Natürlich optional könnt ihr immer, ihr könnt auch ein rohes Ei reinmachen. Ich mache das auch gerne als Pancake. Dann mache ich rohe Eier rein, mache zwei rohe Eier rein, mache morgens einen schönen Pancake. Und es ist richtig geil, ihr könnt richtig trainieren. Ihr habt keinen Heißhunger, ihr habt genau, ihr seid versorgt mit den wertvollsten Nährstoffen. Es ist richtig hervorragend, was ihr euch Gutes tut damit. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall über ein Like, über ein Abo freuen. Schreib es in die Kommentare, was du machst, ob du es schon kennst. Ich wette mal, du bist gut, du machst es bestimmt auch schon. Aber diese Kreation von mir, das ist einfach hervorragend. Und dann probier es aus, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao.